eigentlich ganz einfach entstanden. Wir wollten halt Raum schaffen für Leute, die sich treffen können, parallel zum alltäglichen Weihnachtsgeschehen und ringsrum, und dass man einfach eine alternative Fläche findet, einfach, dass man sich zusammenfindet, dass man in Ruhe einen Glühwein trinken kann, eine Roster oder ein Steak essen kann, und wie gesagt, es gibt ja auch noch Feuerzangenbowle und so, und einfach, dass man die Leute aus den Wohnstuben hervorlockt und die zusammenbringt, und dass die Leute halt miteinander kommunizieren, anstatt wie jeder für sich allein im Kämmerchen zu sitzen. Sehr positiv. Also am Anfang, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt doch, dachte ich, also Leute, wie wollen wir das jetzt noch schaffen, das alles zu machen? Das ist, wir müssen alles aufbauen, alles planen. Zum Glück ging es halt alles, dass wir natürlich mal auch gute Lieferanten hatten. Durch Getränke lieber, ich gesagt, ach, kein Problem, sagt einfach Bescheid, das kriegt man alles kurzfristig hin, und ach, wir kriegen das noch und das noch, und dass alles so super gelaufen ist, dass wir doch alles noch pünktlich auf die Beine gestellt haben, und das ist wirklich. Also extrem gut, also hätte ich niemals erwartet. Ich dachte eigentlich so, nach dem ersten Wochenende sagt man, ach komm, Dose bauen wieder ab, bringt eh nichts. Aber dass wir jetzt sagen könnten eigentlich, ach komm, wir machen das ganze Jahr weiter, hätte ich niemals gedacht. Also hätte, also was ich gehört habe von anderen Leuten, dass gesagt haben, ach, wird nicht viel sein, und sage jetzt, wir sind alle nicht gedacht. Das sind alle extrem positiv überrascht.